Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem wunderschönen neuen Tag auf dem Vorhof bei den Hofgeschichten. Was war das? Wieder mit dabei der ordinäre Brilli. Oh, und der Mähne. Nee, weil die Emily nämlich gerade bei mir vor der Tür steht und sagt, jetzt triggert der Event mit dem Stoff. Ihr scheint es gut zu gehen, die Farm sieht super aus. Ja, ich lass mich durch. Arbeiten. Okay, Leute, einmal schnell gießen, dann in die Mine, wenn wir das noch schaffen. Ja, ich habe Stoff. Ja, Kleidung, ja. Nähmaschine, Oh, okay. Ich kann bei dir vorbeikommen und nageln. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, noch in die Mine zu gehen. Womit benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schaue, welche einzigartigen Stile es gibt. Mache ich. Und jetzt... Machst du eh nicht, du Lügenbaron. Oh, da hängt wieder ein Granatapfel am Bäumelein. Blub. Mein Schwiegersohn hat's nicht getan. Er ist ein lieber Jung. Er hat eine Farm aus Marzipan. Alter, was ist da denn schon wieder los? Komplette Eskalation. Er gießt das ganze Feld allein. Eine Feenrose, okay. Er gießt das ganze Feld allein. Und eine Hühnchenkuchel. Oh, wie viele Weizen sind hier fertig? 303 Weizen sind fertig. Nice. Hast schon Weizen geerntet? Weizenmehl aus der Hülle. Er gießt das ganze Feld allein und keiner hilft ihm dabei. Ja, was soll ich denn immer helfen mit meiner Kackgießkanne hier? Jedes gegossene Feld hilft. Wünscht dir der Mähne, weißt du, er baut sich eine grüne Gießkanne, eine goldene Gießkanne für etliche Milliarden Euro und dann benutzt er sie nicht. Nutzt die. Nee, tust du nicht. Oh, gerade im Moment nicht. Ja, so, gerade im Moment wäre es wichtig, weil wir in die Mine 300, waren. 303 Brote. Ja, Mine, Pupine, da kommen wir heute eh nicht mehr rein. Ja, warum? Kannst du mal Mähne fragen. Ich würde da mal reingehen, wenn es regnet, dann haben wir Zeit. Das wäre eigentlich eine geile Sache, ja. Taschen, Schirme und andere lose Gegenstände müssen vorher abgelegt werden. Bevor man in die Mine eintritt. Das Gießen, wo man hier einen Anfall kriegt. Wo ist denn jetzt die Grenze? Hier. Lasst uns eure... Nee, wie ging das? Froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Eure positive Energie wird sich entladen gegen die Mächte der Finsternis. Ach Gott. Ein Problem hast du jetzt gerade? Mystery Castle, Phantasialand, liebe Freunde. Alles klar. Oh, ich brauche einen Omi. Nein, der Brilli hat es nicht eingesprochen. Der hat wirklich so einen Dachschaden. Normale Unterhaltung mit ihm. Ja, richtig, klar. Vor allem hat meiner jetzt trotzdem so einen erschöpften Blick. Warum hat er das? Ich habe jetzt einen vollen Balken Energie. Trotzdem ist der da drüber. Dieses Gesicht ist einfach blau und nach unten. Was können wir das einer da drüber? Also über meinem Energiebalken ist so ein Gesicht. Ist das bei euch nicht? Nee, bei mir steht eh wahrscheinlich. Nee, E steht bei mir auch und da, das ist das E für Energie. Und da drüber ist bei mir ein Gesicht. Nee, bei mir nicht. Wahrscheinlich kommt das Gesicht nur, wenn du zu viel gearbeitet hast. Ja, aber ich habe den ja gerade aufgefüllt. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja zwei Sachen. Einmal die Energie und einmal Müdigkeit oder so. Was macht denn so ein Zeug? Energie und Gesundheit, obwohl... Ja, Gesundheit ist nicht. Gesundheit Energie ist nicht. Energie ist jetzt wieder voll. Trotzdem ein trauriges Gesicht. Er will halt in die Mine. Er ist ein Bergjunge. Mein Typ ist ein Bergjunge. Es ist einfach so. Kann man.
Hey, Macarena, Minenboy und Italiener. Alter. Manchmal denke ich, du hast einen Schlaganfall oder so. Aber echt, Schlaganfall kriege ich nur... Warum rennst du jetzt an mir vorbei und gießt direkt vor meiner Nase? Schlaganfall kriege ich nur, wenn ich Philipp Amthor sehe. Dann kriegt er richtig eine drauf. Geiler Spruch heute, ja. Heute? Wieso, was hat er denn gesagt? Naja, heute ist doch hier 75er Jahrestag Befreiung von Auschwitz. Ja. Und da hat er doch nichts Besseres zu tun gehabt, als irgendwie zu sagen, dass ja von den Migranten oder von den Muslimen ja die meiste Antisemitismus kommt. Der meiste Antisemitismus ausgeht. Von Juden wahrscheinlich. Nein, von Muslimen. Ja, also ich meine, da ist, also man darf das ja auch nicht den jetzt Spruch nicht einfach nur noch eine Nummer dümmer machen, deswegen. Nein, aber es ist ja tatsächlich so. Also ich meine, die sind ja wirklich nicht gut, auf die zu sprechen. Ja. Aber das zu pauschalisieren und zu sagen, so nach dem Motto, Deutschland hätte damit überhaupt nichts zu tun, ist schon ein bisschen ja geil. Also, der Zerstörer. Der Typ ist halt echt einfach nur ein richtiger Witz. Du darfst halt nicht vergessen, dumm fickt gut, ne? Oh, bei der fickt Amthor nicht wirklich gut. Also, der fickt nicht gut. Der fickt nicht gut. Da habe ich von Nashira so einiges gehört. Oh, irgendwas passiert gerade. Ich hänge. Alter. Bei mir passiert nichts. Ich hänge, mein Spiel hängt. Oh nein. Oh, guck mal, der hängt mit seiner Gießkanne da. Den geht mich auch zittern. Hey, ja, ruf den Krankenwagen. Der hat auf jeden Fall hier einen schönen Schlaganfall. Oh nein, ich kann nichts tun. Jetzt. Oh, jetzt. Du bist langsam erschöpft. Hast du gleich 40 Felder auf einmal gegossen. So schön wäre es. Oh la la. So ein kleiner Leck zwischendrin. Pizza. Ein kleiner Leck nach einem krassen Diss. Also, was ist da los? Oh, jetzt brauche ich auch mal wieder einen Omi. Weißt du was? Wir furzen die Viecher in der Höhle einfach tot. Kriegt man von Eiern von Furzen? Kriegt man da, weiß ich gar nicht. Ich meine, die Furze stinken. Ja, aber ich muss davon nicht mehr pupsen als sonst. Wenn er die ganze Woche nur Eier isst? Also, weiß ja, nicht. Das hatten wir doch letzte Woche, wo die Eule sich da irgendwie nur von Chips ernährt hat. Ja, die ist ja auch gestorben, ja. So haben wir alles. Ne, hier ist noch eine Reihe. Ich glaube, unten fehlt noch was. Ich glaube, vor allem, was ist denn das für eine Tür hier? Die ist essentiell. Das ist die absolute Einbrecherabwehr. Was ich aber halt nicht verstehe, aber das wäre halt schön, wenn es sowas geben würde. Mal losgehen. Ja, jetzt brauchst du noch nicht mehr losgehen. Nee, jetzt, wir müssen ja da hinfahren und alles, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Machen wir morgen. Hoffentlich müssen wir morgen nicht gießen. Ich guck mal den Wetterbericht. Ich gehe noch mal gerade in die Mine. So, morgen müssen wir nicht gießen, aber morgen müssen wir den Weizen ernten, den ersten. Morgen? Übermorgen? Was heißt denn wolkig mit Windböen? Heißt das dann Das heißt wahrscheinlich wolkig mit Windböen. Ob's kein Regen? Keine Ahnung. Wie will sie? Leute, es ist Herbst. Es kann doch nicht hier alle zwei Tage nur regnen. Es muss jeden Tag hier mal durchregnen. Eben. Schöner deutscher Herbst. Sein. So. Ach ja. Was machen wir mit den Preiselbeeren? Die verkaufen, haben wir gesagt, wa? Der ist schon wieder da am Rumstehen. Preiselbeeren schön mal ab dafür. Ich habe eine Feenrose gesammelt. Und da steht da, einer alten Legende nach lockt der süße Geruch dieser Blume Feen an. Mhm. Ja, die kann man auch kaufen, die Samen dafür. Okay. Soweit ich weiß. Also ist nichts Besonderes. Ich glaub nicht. Der Dreck. Natürlich weiß ich es nicht genau, Opa Gangnam Style. Opa Gangnam. So, Preiselbeeren werden verkauft. Das ist aber düster in der Mine hier. Knipp, schnuck, schnack. Mene, kochst du noch ein bisschen was für nächste Mal Mine, oder? Nichts mehr da, oder was? Ich frag nur. Ja, nicht mehr so viel, ne? Wir haben ja 7 Omelets da. Ja, was müsste noch? Spiegelei da sein? Burger müsste noch da sein? Was für Dinge? Ein Burger? Hier ist kein Burger. Nee? Nee. Hau doch einfach ein paar Omelets. Das ist ja nicht alles nur zum Verkaufen da, sondern auch für uns. Verkauf kein einziges Omelett, aber ich verkaufe manchmal die. Ich habe keine Omelets gemacht, sondern Spiegelei heute. Spiegelei? Nur 7 Stück?
Ja, das kann sein. Braucht man halt für jedes ein Ei. Also 50, 22. Ja, aber das Omelett ist heftig. Das macht richtig, das macht viel mehr. Also Spiegel... Energie, 44 gesund. Ja, Spiegelei macht 50 Energie, 22 Gesundheit. Ja. Schrifferlehmann. Omelett muss aber auch noch Milch rein. Aber mach ich. So. Ich weiß noch, war ich irgendwann mal bei einem Kumpel, Mama, der hatte nur Eier da zu essen. Und dann meinte er, mach ich uns ein Rührei. So, rührt er das an und macht da Milch rein. Ich habe das noch nie gemacht. Also in Rührei Milch, das war für mich einfach, bah, was ist mit dir nicht richtig? Hä? Kennst du das wirklich nicht? Nein. Was ist mit dir nicht richtig? Ich habe Eier genommen, die vermixt mit ein paar Gewürzen und das war für mich ein Rührei, Ende. Warum hat man da noch Milch reingemacht? Rein. Aber warum? Was ist der Sinn dahinter? Geschmack. Aber wenn du nur die Eier, dann wird es doch viel zu fest. Nee. Wird ein bisschen lockerer durch die Milch. Du sollst ja nicht einen halben Liter Milch reinkippen, sondern bloß so eine Schnauze voll. Ich kannte es nicht und ich fand es echt eklig. Auch nicht an. Mittlerweile mache ich. Ich kann wieder schürfen. Ich will schürfen. Damit es besser schmeckt, mache ich so einen Schuss Sahne. Bis ein paar Eier, Schuss Sahne. Geil. Ach, guck an, der gnädige Herr nimmt natürlich Sahne. Klar, hier YouTube Money, ne? Muss nicht wissen, wohin damit. So, ja, Sahne kannst du auch nehmen. Ich nehme nur handgeschlagene Sahne vom irischen Weideochsen oder sowas. Von deiner Mutter. Ja, genau. Oh. Muttis Beste. Die drehe ich noch in der Titte hart. Nein, Sprühsahne kommt da raus. Genau, schön Butterstampf, genau. Machst du links Sahne, rechts kommt Butter raus, genau. So, geh mal pennen und morgen in die Mine, egal was für Wetter. Lass mal ja alles verkommen. Das wäre doch mal das Beste, einfach mal alles verkommen lassen. Ernten. Genau, schön 10.000 I hier mal verschimmeln lassen. Nur, Mann, Alter, hau doch mal die Kacke da rein. Was? Ich geh mir noch nicht auf den Sack. Hola, hola, liebe Freunde, hola, sag ich nur. Was mit dir? Und nicht, was dieser altdeutsche Dialekt mit spanischer Sprache zu tun hat. So. Also gehen wir pennen, oder was? Ja, mei. Jo, die pennen. Alle noch eine Runde sortiert hier und dann. Mach ich auch gerade. Warte mal. Kann ja mal. Nee, Mineral. Das denn? Weil sie doch die Spiegeleier nehmen können. Na ja, gut. Ich habe mir ja welche genommen. Oh, weil sie noch 5 drin. Ja, ja, ich bin ja nicht so egoistisch wie manche andere. Was? Ich habe immer welche übergelassen. Ja, ja, nee. Klar, das meiste ist mir, aber vieles habe ich auch übergelassen. Genau. So, haben wir eine Kiste. So, hoffentlich geht's jetzt mal ins Bett. Morgen dann nach einem erschöpfenden Gießtag. Ach, Mine. So viel gießen ist ja nicht, wir müssen ja ernten. Ach so, stimmt. So, mal gucken, mal, was das Brot. Was hast du denn da? Alter, 18G für Brot, nicht schlecht. Ja, aber 300 Brot. Ja, und? Das ist schon viel Brot. Das ist schon viel Brot, ja. Meine Großbäckerei. Das streite ich nicht ab. Das ist aber viel Brot. Guck mal, jetzt könnten wir uns 2 Katana kaufen, Mene. Können Sie auch lassen und mal Geld sparen. Das ist mir echt auch nicht wert. Wir müssen ja auch Kürbisse! Lecker hier, lecker. Schöne Kürbiscremesuppe hier. Bleh, mag ich nicht. Mit ganzen Früchten. Du magst keinen Kürbis? Nicht so mein. Ja, toll, der Weizen ist noch nicht erntebereit. Das ist nicht erntbar. Echt nicht? Nee. Oh, Kacke. Gießen. Dann fertig. Ah, Kürbis, ein Renner im Herbst, angebaut wegen seiner knusprigen Samen und seines fein schmeckenden Fleisches. Die ausgehöhlten Überreste können zur festlichen Dekoration geschnitzt werden. Sollen wir mal nochmal Risiko gehen? Ich meine, wenn er morgen reif ist, die halten doch alle einmal ohne Gießen durch, oder nicht? Ich glaube nicht, die verrecken. Direkt? Also ein Großteil. Ich glaube, die sind ganz schöne... Dieben? Ja. Das Wort hat mir gefehlt, vielen Dank. Ein neues Entenküken ist... Ah, der Stall ist fertig. Yes. Ui, lass uns mal sehen. In welchem bist du jetzt drin? In dem unteren, oder? Nee, im... Hä? Die automatische Erntmaschine. Ah.
Also können wir hier noch neue Viecher rein bunkern oder was? Ja, aber eigentlich müsste hier eine automatische Erntemaschine. Ja, das ist doch hinten das Ding, oder? Oder nee, das ist die Futteranlage, ne? Die rein. Ach ja, ist. Stimmt. Die automatische Erntemaschine kommt dann in der nächsten Stufe, oder wie war das? Ich weiß nicht, oder kommt die jetzt hier in den Stall rein? Wo die Ziegen drin sind. Ich hab die Eier im Inventar, ich hab die ja. Hm. Ja, und hast du die Milch auch einzeln abmelken müssen, oder? Nee, die ist schon lange in der automatischen Anlage. Ich brauch was zu essen. Bist fertig mit Gießen? Können wir los, oder was? Ich mache uns gleich noch was zu essen, Augenblick. Ja, wie ich dachte, das ist hier jetzt mal. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ja, wir können heute nicht los, wir müssen gießen. Das ist doch noch Omelettes. Es wäre jetzt Quatsch, die Ernte hier verkommen zu lassen, bloß weil wir jetzt los wollen. Ja. Ja. Bist du schon komplett durch? Nee. Nein, ich habe bis jetzt bei den Preiselbeeren angefangen. Das hier ist alles noch nicht gegossen. Ah, die ist ja überhaupt nicht, ey. Aber der Mähne hilft ja wieder nicht. Er kocht nichts, er hilft nicht, er macht eigentlich gar nichts. Er macht nichts, gar nichts macht er. Ah, das mit dem Weizen, das siehst du ja mal überhaupt nicht, ob da gegossen wurde oder nicht. Ja, minimal sieht man es. Ja. Zeit für Sprinkler. Ach, hör mal auf. Das Thema wieder. Naja, was hast du jetzt wieder gekauft, bitte, für 50.000? Ein paar Tiere. Du gehst mir so auf den Scheißsack, ey. Der gibt alles. Ich bin nicht mehr hier der Ausgeber Nummer 1. Der gibt alles für den Scheiß Tiere aus. Den Ruf musst du dir immer anhören. Da kannst du jetzt nichts gegen machen. Du bist der Ruf hier für die. Ich schmeiß die Kohle raus. Ist so. Ich werde irgendwann alle Tiere töten, wenn das irgendwie geht. Ist in der Batschau. Fast zu Ende. Es sind fast alle Ställe voll besetzt. Da gibt's dann so die Wurstwaren DLC. Das erste Stück Speck von unserem neu erhaltenen Schwein darfst du dann dafür verspeisen. Haben wir jetzt ein Schwein, ja? Dann gibt es bestimmt auch bald Trüffel oder so. Ist es, und den brauchen wir doch, oder nicht? Ja, ja. Ob die auf unserem Hof Trüffel sind, dann müssen wir erstmal das Schwein natürlich ausführen. Hey, such doch mal Trüffel jetzt. Sei doch mal so gut, mach doch mal. Bitte. Hau mal einen raus. Genau. Wolltet ihr nicht in die Mine? Das wird hier Sau. Nichts mit dem Gegieße, ey. Da müssen wir mal einen Tag, wo wir nicht wieder Weltrekorde aufstellen. Weißt du, was gut wäre, wenn es mal regnen würde? Dann könnte man nämlich da in die Mine gehen. Ja. Bombe gewesen. Ja. Einen Tag, da hat es geregnet. Rilly ist so leise, der hat irgendwas im Schilde, der macht irgendwas, der dekoriert mein Haus aber irgend so eine Scheiße. Ich gieße, du Spack! Das ist einfach so langweilig, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Selbst. Nee, das gibt es nicht. Das ist so schlecht. Nee. So schlecht. Der Brille ist so langweilig, dass nie. Nee. Das glaube ich jetzt auch nicht. Was hast du gemacht? Ich habe genau gehört, wie eine Tür auf und zu. Alter, ich bin wirklich am Gießen. Kannst du mein Let's Play gucken, während du das hier sagst? Ja, klar, wieder schön die Views abgreifen, ne? Kann dir sagen, Let's Play Nummer, weiß ich nicht, ungefähr Minute 18, irgendwas. Da bin ich ja am Feld am Gießen und du sagst den Scheiß. Das sind Verleumdungen, meine lieben Freunde. Verleumdung. Die einzige, die hier Verleumdung produzieren darf, ist unsere Kuh. Verleumdung. Verleumdung? Ja. Sag mal, gießt irgendjemand noch mit oder bin ich gießen noch nie? Alle mir ist noch nicht einer beim Gießen begegnet. Nee, weil du wahrscheinlich oben anfängst zu knallern wie unten. Ach so, ja, da könnte man dran sein. Ich brauche neues Bier. Der Hopfen bekommt hier nicht, ich schwör's dir. Alles, was er im Januar an Alkoholentzug hatte, ist jetzt wieder. Das kompensiert er heute an diesem einen Abend. Ja, voll wie ein Seemann, echt. Also, ich bin jetzt fast oben. Schön wär's. Nicht zu sehen.
Überhaupt nicht. Boah, ich hab nichts. Hat ein bisschen gegossen. Man hat ganz kleine Augen auf einmal gekriegt. Muss so kacken? Nee, er hat keine Energie mehr. Ach so. Wollte auch noch was kochen. Jetzt hat er wieder das blaue Gesicht da drüber. Ist ihm vielleicht schlecht? Weil ist ja mein Gesicht wirklich blau. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt oder ob ihr auch ein blaues Gesicht habt. Nein. Also ich hab jetzt, bei mir steht nach wie vor E. Ja, da drüber ist ein blaues Gesicht bei mir. Aber daran erkennt man halt wieder, dass ich der Einzige bin, der hier alles tut. Ja. Weil ihr das nie habt. Du bist so eine Lügensau. Du machst irgendeine Scheiße mit meinem Haus oder mit den Tieren. Ich weiß es genau. Nein, Mann! Wenn du gießen würdest, würden wir dich sehen. Wir sind in der Mitte vom Feld. Ich sehe euch doch. Wo bist du? Ja, über dir. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Das ganze scheiß Feld gegossen. Überhaupt nichts. Wir haben hier alles gegossen, du. Schnarschnase. Ach ja, ich will auch eine bessere Gießkanne haben. Ah, fehlen 12 Geld. Also bei mir ist jetzt so, es heißt jetzt, ich bin langsam erschöpft und da kommen oben so Schweißtropfen aus dem E raus, aber ein Gesicht sehe ich nicht. Bossen, nee, ne? Kannst du euch ja fotografieren. Kannst du machen. Mach jetzt auch. Reicht mir jetzt hier. Schnauze voll oder was? Ach doch, jetzt habe ich das auch. So, mit so einer Zauberermütze und so lila Gesicht, lila blaues. Nichts Zauberermütze, was ist denn mit dir? Meiner hat jetzt eine Zauberermütze auf. Jetzt ist er weg, nachdem ich was gegessen habe. Nö. Habe ich noch nicht bewusst gesehen. Musst du noch ein bisschen weiter gießen, noch nicht zu früh essen. Okay. Warum hat er eine Zauberermütze bei dir auf? Bei mir, da siehst du ja in unserem Chat. So, was ist jetzt hier? Ist alles gegossen oder was? Ich glaube schon. Hier da können wir jetzt in die Mine. Um 18 Uhr willst du noch in die Mine. Gute Idee. Ja, Mario, da ist jetzt Happy Hour. Das lohnt sich doch überhaupt nicht mehr. Mach nur Happy Hour. Geh lieber mal noch was. Ich glaube, es geht sowieso nicht. Nee, die Spam ist nicht mehr da. Genau, alte Luda ist nicht mehr da. Ja, komm, dann gehen wir jetzt pennen. Machen wir noch eine Folge und dann gehen wir in die Mine, egal was ist. Ernten. Ja, wir müssen dann ja ernten, weil sonst ist das Zeug auch kaputt. Ja, hoffen wir's. Ich gehe pennen. Gehen, oder ja, dann ist die Folge aber jetzt zu Ende. Ja, ist halt eine kurze Folge. 23 Minuten, ich bitte euch. Wieso? Ist doch nicht. Wir haben zwei Nächte hinter uns. Ja, ich sag ja. So kurz. Also dann, liebe Leute, zu einer frühen Stunde gehen wir ins Bett. Wir gucken, ich hol mal ein Bier. Folge. Viel regnet Spaß, ne? Oder regnet es nicht? Du bist ein altes Arschloch. Wenn du immer hier irgendwelche von anderen Leuten in die Abmod reinlaberst. Also, kein Bock mehr. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Mene.